Heute fahren wir zum Burj Khalifa wieder mit der Bahn und wollen mal auf die Aussichtsplattform rauf. Ja, mal sehen. Also wir haben schon geguckt, das ist auf die höchste Aussichtsplattform, kostet 200 Euro, also 180 Euro. Ja, ganz ehrlich, einmal auf dem Haus hoch wieder raus, ist ein bisschen hart. So, wir gehen leider nur in 124 Stock, das kostet 40 Euro, was ja auch viel genug ist. So. Danach das andere, also 148. der Stock kostet, glaube ich, 100 Euro und dann 156. der 200 Euro. So, jetzt kommt hier unser Taxi. Das bringt uns jetzt zum Bahnsteig. Das sind so eine kostenlosen Elektro-Taxis hier. Ja, und... You can sit from here. Ja, und jetzt fahren wir zum Bahnhof und fahren... Hier haben wir wieder unser Tagesticket gekauft. Das kostet 22 und eine Fahrt kostet 10,50. Also es kostet das insgesamt einen mehr, weil man ja zurückfahren muss und man kann halt den ganzen Tag so viel rumfahren, wie man will. Das ist natürlich empfehlenswert, sich das gleich das zu kaufen. Jetzt sind wir hier in der Station Burj Khalifa Dubai Mall. Das ist hier der Gang zur Dubai Mall. Der ist, weiß ich, einen Kilometer lang oder so und der fährt man jetzt direkt in die Mall. Das gucken wir uns als erstes mal an und dann werden wir aufs Burj Khalifa raufgehen. Und eigentlich mehr Plan haben wir heute auch gar nicht. Vielleicht gucken wir uns hier noch irgendwas anderes an, aber weiß ich nicht. Wa? Hallo? Hallo. Hier ist die Dubai Mall. Eben habe ich einen Amerikaner kennengelernt, der hier als Professor arbeitet. Der war Operator in Irak und in Serbien und hat mir erzählt, wie er da mit seiner Scharfschütze da Leute weggeballert hat. So. Ja. Na, jetzt schauen wir mal weiter, was es hier alles so gibt. Na? Hier ist der Food Court. Mal sehen, was sie hier zu bieten haben. So, hier sieht man den Food Court. Da ist Wendy's, da werde ich mir gleich einen Burger holen. Das ist mein Favorite Burger in Amerika. Und auch hier werde ich einen davon mir leider reinhauen müssen. Das war ja schon ewig nicht mehr in Amerika und den muss ich mir leider mal geben, ob der immer noch so gut ist. Aber hier ist ein riesen Food Court, das ist ja krass. KFC, Shin Shin, also das ist unglaublich, was wir hier alles haben. Das ist ja krass, wie groß das ist. Was ist hier nicht alles? Pad Thai, Alter, hier gibt es thailändisches Essen. Texas Chicken, das kennen wir schon aus der Mall of Emirates. Ali Spike, das ist ja so arabisch-mäßig, aber mit so Chicken, sowas wie hier, Texas Chicken, sowas ähnliches. Grill Check, Alter. Steaks, Ribs and Burgers. Ja, die gibt's echt allerhand so. Und jetzt, ich laufe hier einmal rum so und dann hole ich mir einen Burger. Ui, noch umgerannt. Bosnian Haus. Klingt auch lecker. Papa John's natürlich wieder, muss auch alles sein, Estress, Fajita und alles mögliche. Dann haben wir hier Charlie's, Philly Steak Sandwich, ey, das hätte ich auch Bock drauf. Mal gucken, was das kostet. Dann entscheide ich mich, ob ich bei Wendy's einen Burger esse. Eigentlich habe ich auch nachher wieder dieses Iftar. Deswegen hier Philly Cheese Sandwich. Wimpy Burger. So, da sind nochmal die Preise für die Cheese. Das ist ja Jollibee. Das geht so. Muss man nicht nochmal haben, sag ich mal so. Das ist Panda Chinese, Umami, Tiger Sugar. Alles, was das Herz begehrt, Alter. Was haben wir hier? Circle Crust. Ich weiß gar nicht, wo jetzt Wendy's wieder. Die haben mich voll verlaufen jetzt hier. Das ist so ein Riesending.
hier geht's auf jeden Fall, hier bleibt kein Wunsch offen. Hier kann man alles finden. Da sieht man schön indisch. Hier haben wir mal die Preise. Da werde ich mir gleich jetzt mal einen reinziehen. Ich habe jetzt für 2 Double Beef Stack, Big Beef Double Stack oder keine Ahnung, die heißen, kosten nur 17. Das sind nicht mal 5 Euro. Jetzt haben wir hier unsere Burger. Die sehen so ein bisschen Big Mac-mäßig aus mit viel Brot. Mal schauen, wie die schmecken. Guten Appetit. Danke sehr. Und schmeckt gut? Ja, nicht so gut, wie ich in Erinnerung habe. Aber es sind anständige Burger. Und hier, wenn man mal guckt. Ja. Ist halt wie so ein Big Mac ein bisschen. Aber ein bisschen weicheres Brot und so, schmeckt ganz gut. Und? Ja, wie ein Burger. Ja, deine Beschreibungen sind immer sehr, sehr gut. Ist der besser als der von Check Check oder schlechter? Nicht besser? Und wenn man überlegt, für 17 2 Stück, also 5 Euro für 2. Und bei Check Check hat 11 Euro einer von diesen Mokel-Burgern gekostet. Na dann, guten Appetit. Danke. So, Fazit vom Wendy's Burger. Jackpot. Also ich muss ehrlich sagen, ich wurde nicht enttäuscht, meine Erinnerung. Ich war ja, weil ich 1994 war ich in, also 30 Jahre her war ich in Amerika und da habe ich halt Wendy's gegessen, habe ich halt sehr gut in Erinnerung gehabt, hat mir sehr gut geschmeckt. Und ich muss jetzt sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Der schmeckt gut, der Burger. Und ich glaube, da sind Geschmacksverstärker drin oder so. Also der schmeckt richtig geil. So dieser Käse, so, der hat so ein... So ein Suchtpotenzial. Ich könnte jetzt eigentlich so noch 3-4 Burger essen, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Aber wirklich, also ich kann Wendy's nur empfehlen. Für mich ist es einer der geilsten Burger. So, also wenn du immer diese ganzen YouTuber, ja, wie sie Check Check und bla bla bla, man Check Check ist so kacke, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und völlig überteuert, genauso wie in Berlin dieser scheiß Goldies, so auch voll der Kackburger. Und also Wendy's ist für mich der geilste. Five Guys finde ich auch ganz geil, ist natürlich auch völlig überteuert. Jetzt kommt die Kacke wieder. Hier gibt es auch mal ein paar Spielzeugläden, ey. Also das ist schon so amerikanische Mall-Style auf jeden Fall. Da wird ein kleines Auto gefahren. Hallo. Hallo. Oh. So, jetzt sieht man mal hier. Also eigentlich würde ich gerne ins Aquarium auch noch gehen. Das ist ja anscheinend auch hier gleich hier unter. Da ist ein Walhai. Nee, was ist das? Ein weißer Hai oder was? Und der Taucher düst schnell ab. Hier haben wir sogar echte Haie. Cool. Das ist ja toll. Also diese Mall, muss ich sagen, Mall of Dubai ist wirklich zu empfehlen. So, und ich will zwar nichts kaufen, aber es macht trotzdem Spaß, sich die anzugucken. Ein riesen Aquarium hier. Hier sieht man mal den Vergleich mit den Menschen. Riffhaie, ey, krass, Mann. Das ist schon echt ein heftiges Aquarium. Das ist eines der krassesten, was ich hier gesehen habe. Guck mal, Sandtigerhai haben wir hier auch. Diese Sandtigerhai, Stachelmakrelen, Geigenrochen, Adlerrochen. Das ist 13 Meter hoch. Da kommt der Sägefisch, guck mal, wie groß der ist. Schon 4 Meter lang.
Komm, wie die ganzen Stachelmakrelen hinterher schwimmen. Und davon gibt es natürlich wieder neue Bilder. Hier haben wir Burak, aber hier gehe ich jetzt nichts essen. Kein Bock da jetzt, gell noch. Ich muss ja nachher noch Iftar essen. Hier haben wir jetzt noch den Wasserfall. Den Indoor-Wasserfall. Also die Mall hat was zu bieten, muss man sagen. Also hier sind wir bei den Dubai Fontaines. Die sind leider erst um 19 Uhr noch was. Auf dem Burj Khalifa gehen wir jetzt nicht mehr rauf, weil die ist jetzt die Hauptzeit. Jetzt kostet das schon wieder, weiß ich wie viel mehr. Also das Ticket kostet in der Nebenzeit 179 und ab 14.30 Uhr kostet es dann 259, also über 50 Euro. Und wenn man jetzt ein Combo-Ticket nimmt mit dem Dubai Aquarium und der Burj Khalifa, kostet es 264, also 5 mehr. Die sind aber Leute heute ausverkauft und deswegen werden wir das einen anderen Tag machen, weil wir dann für 5 mehr auch noch ins Aquarium gehen, natürlich muss mitgenommen werden. Jetzt fahren wir zurück und gehen dann wahrscheinlich noch am Pool ein bisschen. Jetzt müssen wir uns erstmal den Weg zurücksuchen und dann fahren wir zurück mit der Bahn. Und das ist ja echt ein 2 Kilometer langer Gang, glaube ich, von der Metro bis in die Mall, dort ewig. Die Bahnen sind schlimmer als zur Hauptstraßenseite von Bangkok, Alter. Das ist richtig nervig. Das kann ich gar nicht ab. Also wir haben hier 8-spurige Autobahnen, aber die Bahnen sind völlig überfüllt. Mann. Na, schmeckt es? Ja, sehr gut, danke. Was hast du da dir Schönes geholt? Weiß ich nicht, Apfel. Apfel? Süß, ja? Ja. Ich bin hier schon beim Warmen, hab schon fast aufgegessen. Und gleich hau ich mir noch eine Portion und dann Süßes. Hier sieht man mal den einen vermeintlichen Snackautomaten. Hier gibt es einfach mal Hygieneartikel und Medikamente. Das habe ich ja noch nie gesehen. Please read instruction. Ist ja krass. Nun Wireless Charging Pad. Ach so, das sind die Nummern, ich Idiot, Alter. Ich bin ja der Geilste. Ich dachte, das kann ja aber nicht sein, dass die 55 ein Getränk kostet. Hier ist ja wieder hauchmodern hier. Was hat man hier? 4,5. Ach so, das ist ja gar nicht so teuer. Red Bull ist natürlich, haut immer voll rein. Was ist denn Thumbs Up Soft Drink? Carbonade 7 Up Free 5. Ja, das ist voll in Ordnung. Da werde ich mir gleich mal was holen. Oder eine Mirinda Orange Soft. 5, das geht ja voll klar, 1 Euro irgendwas. Na, da wollen wir mal was. Heute sind wir auf dem Weg zur Palme. Die schauen wir uns heute mal an. Meine Mama wollte unbedingt die Palme sehen. Hey, wo ist sie denn? Ach da, hallo. Ja, und da fahren wir jetzt wieder mit unserem Shuttlebus zur Mall of Emirates. Und von da aus nehmen wir wahrscheinlich ein Taxi zur Palme. Hier sind wir an der Schneehalle. Vielleicht gehe ich da auch noch mal rein, muss mich mal wegen den Preisen erkundigen. Das kennt man ja aus den etlichen Videos. Jetzt haben wir uns ein Taxi geschnappt zur Palme und gleich sind wir da. Fahren hier durch den Verkehr. Der Verkehr ist ganz schön voll, muss man sagen. Aber Dubai ist halt ganz schön busy, muss man sagen. Die Autobahnen sind immer schön frei, weil es so große Autobahnen sind, aber die Straßen sind schon manchmal voll wie nix.
hier sind wir jetzt schon auf der Palme drauf. Das ist riesig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so groß ist. Das ist ja, man denkt hier, man ist mitten in der Stadt, dabei ist es schon die Palme. Da vorne hat man das Hotel. Das ist ein riesiges Hotel mit Wasserpark und so. Und das ist hier die, das ist alles schon die Palme hier. Und eben, jetzt sieht es noch klein aus. Eben waren wir schon, aber es ist riesig. Hier fahren wir erstmal im Tunnel in der Palme, auf der Palme meine ich. Es ist auch Tunnel und eine Bahn und das ist wie eine Stadt. Also so, das ist ja ein riesiges Bauprojekt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. So, hier wird noch weiter gebaut, hier ist auch noch nicht alles fertig. So, und jetzt sind wir gleich da, glaube ich. Das ist ja auch alles Autobahn und so. Ich dachte, ich wollte hier so ganz entspannt über die Palme rüberschlendern. Ich dachte, die wäre viel kleiner. Auf der Palme angekommen und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier ist gleich eine fette Mall wieder. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist, muss man mir ruhig sagen. Das ist ja übertrieben. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas Feines zu essen finde. Ich habe ein bisschen Hunger. Und dann werden wir mal schauen, was war sonst noch. Ein bisschen vielleicht auf einen Aussichtspunkt oder so. Hier ist eine Bahn übrigens, die fährt auch, die trifft sich dann mit der Metro. Die fährt von hier bis zur Metro, da kann man umsteigen. Und hier gibt es auch Citybusse und so. Aber ich meine, das Taxi hat jetzt 10 Euro gekostet. Das war eigentlich bequem und in Ordnung. Also Taxis ist ja sehr billig. Ich habe sogar mit Uber geguckt und Uber wäre teurer gewesen als das Taxi. Das ist schon irgendwie selten, muss man sagen. Meistens ist ja Uber immer billiger. Das ist ja noch größer als das Aquarium, wo wir letztes Mal waren. Krass, Mann, was es hier für Aquarien gibt, ey. Die Hauptlobby. Ich muss hier einen Rollstuhl besorgen. Guck mal, da ist ein Riffhai, siehst du? Aber der ist noch klein, hier war noch ein größerer. Das ist der große Hai. So, hier sind wir jetzt in dem Hotel drin, wo wir eigentlich gar nicht rein dürfen. Haben uns aber eigentlich trotzdem reingeschliffen. Ja, von mir aus können wir dann jetzt auf jeden Fall ins Atlantis gebracht worden. Wir haben uns jetzt mit großen Schwierigkeiten einen Rollstuhl geklärt. Und jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Wir waren, da ist hier ein riesiger Wasserpark, ist mit angeknüpft. Also hier hätte ich schon gern Urlaub gemacht, da wäre ich den ganzen Tag nur in den Wasserpark gewesen. Ja, jetzt schauen wir mal raus, ob man noch was angucken, aber hier ist halt noch ein bisschen eingeengt, weißt du? Hier haben wir einen Arm, das ist der äußerste Arm anscheinend hier. Geil. Jetzt sind wir schon auf dem Rückweg von der Atlantis, von der Palme. Da ist ja das Aussichtspunkt, siehst du? Ist auf jeden Fall riesig. Jetzt geht es hier wieder in den Tunnel rein. Wir waren jetzt nur kurz da, weil du brauchst echt viel Zeit, um hier was zu machen. Da hätte man vielleicht um 10 den Bus nehmen sollen, nicht um 14.30 Uhr. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was gesehen. Dieses Atlantis war schon krass. Da war wieder ein krasses Aquarium und so. Haben ein bisschen Gordon Ramsays Restaurant gesehen. Die haben einen Wasserpark da. Naja, ist auf jeden Fall eine andere Art von Urlaub zu machen, da wo wir jetzt sind. War? Ja. Es gibt auch einen Train, der jetzt eigentlich dahin fährt, aber der kostet auch 10 und dann, naja, das ist jetzt auch nicht viel billiger, aber wir hätten, das wäre jetzt keine,
Also es wäre jetzt in so einer anderen Station, dann hätten wir noch ein Ticket kaufen müssen. Also hätten wir jeder, also insgesamt 40 wieder ausgegeben. Und jetzt zahlen wir 60 fürs Taxi zurück. Hingezahlt haben wir nur 40. Und ja, habe ich in Uber jetzt genommen. Wie gesagt, das ist das erste Land, wo ich bin, wo Uber teurer ist als normales, reguläres Taxi. Jetzt bin ich hier mal noch mal schnell in den Supermarkt gestriffen. Ja. Mal gucken, was ist. Ey, das ist ja riesig. Also das ist ja mal ein Supermarkt, das ist ja, da sind ja in Thailand die sogar klein. Hier hat man schöne Dings. Da gibt es Fisch. Gourmet Cheese. Oh, das ist ja krass, Mann. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, um mich hier auszumehren, um mir das alles anzugucken. Aber es ist ein harter Supermarkt, Alter. Richtig krass. Ich bin gespannt, ob die Alkohol haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Sushi-Bar. Fisch gibt's da. Guckt euch das an, Alter. Das ist ja krass, was es hier alles gibt. Hier gibt's Chicken Ready Meal. Hier mal durchkämpfen. Ist das riesig, Mann. Aber mit Alkohol sehe ich hier noch Shishas sogar im Supermarkt. Frisch gebacken, ey. Hier gibt's Döner und Shawarma und alles. Richtig geil. Ich will mal gucken, ob ich hier was esse. Ja, hier habe ich mir gerade eine Shawarma geholt. Die braten da schön, da warte ich jetzt drauf. Ja, kostet nicht mal 2 Euro. Mal gucken, wie geil die ist. Die sehen gut aus. Ich habe mir jetzt hier die Shawarma geholt. Das ist wirklich ohne Scheiß die beste Shawarma, die ich hier gegessen habe. Ich verstehe nicht, warum die in Deutschland das nicht hinbekommen. Egal wo du in Arabien den Shawarma ist, die schmeckt tausendmal besser, viel geiler gewürzt. Die Soße ist so geil. Ich verstehe es nicht, warum. So sieht die aus. Die ist jetzt nicht besonders riesig. Man kann ja zwei von essen, die kosten nur 1,50 oder so. Und ich verstehe, wie gesagt, nicht, wieso in Deutschland das nicht hinbekommen. Das ist echt eine Schande. So viele Araber da und auch machen ihr Essen einfach nur Kacke, so völlig fade und trocken immer. Das ist hier so richtig geil, es ist unglaublich mit Knoblauch, boah. Kann ich nur empfehlen, hier unten in der Mall of Emirates bei dem Supermarkt. Und Mutti, was sagst du heute zum Essen? Wie immer gut. Und der Kuchen, hast du da dich ein bisschen übernommen oder ist es genau richtig? Mal sehen, aber noch ein bisschen. Aber wie findest du den Schokokuchen? Hast du den schon, hast du gar nicht probiert, oder? Der Fotokuchen, der Schokokuchen ist sehr bitter. Ach doch, du hast schon einen gegessen, oder? Ja. Und wie war der? Gut. Kannst du gut? Du magst ja so bitteren Schokoladengeschmack, wa? Ja. Alles klar. Na dann, guten Appetit weiterhin. Danke.